Wie an jedem Dienstag ist auch heute wieder unser Literaturkritiker Peter Hetzel da. Guten Morgen, lieber Peter. Guten Morgen. Und ja, wir reden über ein Sprichwort erstmal. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen. Da kannst du auch ein Lied von singen, oder? Aber hallo, ja, meiner ist 15. Und, wie versteht ihr euch so, du und dein Sohn? Ich hoffe sehr gut. Im Moment ist er in England auf Klassenfahrt. Also da habe ich dann frei von ihm. In dieser einen Woche versteht ihr euch gut. Und dann, wenn er wieder da ist? Verstehen wir uns auch gut. Okay, doch, doch. Anlass, warum wir darüber reden, ist ein Buch von Fred Selin. Der hat einen Sohn Robin. Genau. Und die haben sich auch eine Zeit lang nicht so richtig gut verstanden. Richtig, die hatten sich ein bisschen auseinandergelebt, so nach dem Abitur. Und dann kam die Idee, diese 1400 Kilometer zu laufen, aus dem Dreiländereck bis hoch an die Ostsee. Und was mich sehr fasziniert hat, war dieses Miteinander. Also, dass man sich da wieder nahe kommt. Und auch hat es mich erinnert an den, ist kein Roman eigentlich, an das Buch Unser allerbestes Jahr von David Gilmour. Ähnliche Geschichte, war auch auf der Bestsellerliste, Vater-Sohn-Geschichte. Er nimmt ihn von der Schule, damit er mit ihm nur noch Kino guckt. Der Vater ist Kinokritiker, deutsche Fehlleistung. Ich müsste drei Bücher lesen die ganze Zeit. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. Und natürlich auch so, ja, nochmal unsere letzten 20 Jahre im Rückblick sich anzuschauen, wie sieht das da aus vor Ort, das fand ich auch sehr spannend. Das ist ja nur eine sportliche Leistung, 1400 Kilometer zu latschen. Ist es denn auch literarisch eine Höchstleistung? Es ist journalistisch ein sehr sauber geschriebenes, sehr gut lesbares und auch sehr offenes Buch. Und ich habe, nachdem ich mit den beiden gedreht habe, meinen Sohn gefragt, ob er denn da mitmachen würde. Und da hat er mich angegrinst und hat gesagt, das machst du nie. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was die wirklich sportlichen Menschen erlebt haben. Das tun wir. Dankeschön, Peter. Von der Elbe in der Nähe von Bleckete sind es noch 100 Kilometer bis zum Ziel, der Ostsee. 1300 Kilometer liegen hinter den beiden. Im Mai letzten Jahres ging die Tour los und sie sollte 49 Tage dauern. Vom Dreiländereck Tschechien, Bayern und Sachsen bis hin in den hohen Norden. Entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Sich Geschichte gemeinsam zu erwandern, war der eine Grund. Der andere war, wieder zueinander zu finden und den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und so war das auch. Ich erinnere mich noch sehr genau, als wir in Schnackenburg ankamen, praktisch am Deich, und das erste Mal die Elbe sahen, dass wir so richtig aufgeregt waren, also so richtig aufgebracht, und wir plötzlich viel, viel schneller liefen, obwohl wir schon insgesamt immer relativ schnell gelaufen sind. Und wie kleine Kinder haben wir uns der Elbe genähert. Zwei Tage Bedenkzeit brauchte Robin, bis er das Wagnis eingehen wollte. Die Eindrücke und Bilder dieser Wanderung werden ihn ein Leben lang begleiten, aber auch die Einsicht, dass man seinem Vater nicht alles glauben darf. Also nein, zuerst hat er ja auch ein bisschen geflunkert, was die Zeit anbelangt. Er hat erst gesagt, es würde nur einen Monat dauern. Und dann, wie lange waren wir unterwegs? 3 Wochen? Als mir dann endlich aufgefallen ist, wie unglaublich lang diese Zeit ist und wie sehr ich dann auch Hamburg und so vermisse währenddessen. In Beutzenburg kann man die Ostsee fast schon riechen, aber wer zu Fuß unterwegs ist, erlebt eine entschleunigte Zeit. Und wer die Augen offen hält, entdeckt seltsame Zeichen am Wegesrand, die erst auf Nachfragen einen Sinn ergeben. Ich wollte noch fragen, wer auf diese verrückte Idee gekommen ist, diese Schilder nach Kalkutta oder das Schild nach Kalkutta aufzustellen. Ja, im Prinzip wie immer Schnapsidee. Bei der Schwiegermutter entstanden, zum 70. Geburtstag, dann aber dann doch nicht da durchgesetzt, sondern hier. Ach so. Da wollten wir es eigentlich an die Dorfstraße stellen. Ja. Plus, da hätten wir vielleicht Ärger mit der Gemeinde gekriegt, also haben wir beschlossen, es auf eigenem Boden zu erstellen. Überhaupt ergibt sich bei dieser Art des Reisens immer eine Gelegenheit für ein Gespräch. Und den Hinweis des Einheimischen, dass Enten im Baum brüten und Schwäne mitten in der Stadt ungestört den Nachwuchs großziehen. Es sind diese Alltäglichkeiten, die Fred Selins Reisebericht so lesenswert machen. Aber vor allem beeindruckt die Offenheit, mit der Vater und Sohn ihre Probleme austragen. Also ich weiß es noch ganz genau, wann Robin das erste Mal an Aufgeben gedacht hat oder es zumindest artikuliert hat. Und plötzlich, so eine Stunde später ungefähr, liefen wir gerade über eine freie Strecke und mit einem Mal, es war absolutes Schweigen vorher, mit einem Mal brüllt er mich an, ob wir denn völlig bescheuert sind, was wir hier überhaupt machen würden, und es wäre völlig unnatürlich, hier wie Schnecken durch die Landschaft zu kriechen. Alle anderen fahren mit Autos an uns vorbei, und naja, und dann war es wieder ganz still. Das Lustige dabei war nur, dass er total ausgerastet war, aber die ganze Zeit weitergelaufen ist. Als könnten wir gar nicht anders laufen. Er hat geflucht und geflucht und wir sind trotzdem brav weitergelaufen, Schritt für Schritt.
Ich schließe mich dem an. Die blühenden Landschaften im Osten hat man sich auch anders vorgestellt, aber es gibt sie noch, die Tristesse der DDR. Schattin heißt der Ort und ein Hotel steht am Wegesrand. Ein Plattenbau aus Beton, ehemalige Grenzkaserne und keinen Stern wert. Minus 2,5. Ich wollte gerade sagen 5, aber minus. Ja. Ganz hart wird es nochmal auf einer Bundesstraße in der Nähe von Lübeck. Der ehemalige Grenzweg ist die Hölle für jeden Wanderer, aber die letzte wirkliche Hürde vor dem Strand von Prival. Da stellt sich am Ende die Frage nach dem Warum und natürlich dem Wieso. Ich glaube, sowas kann man nicht für Geld und gute Worte machen, sondern einfach nur so für sich, für Vater und Sohn praktisch. Und für die Kunst. Und für die Kunst. Die letzten Schritte genießen die beiden und gehen sie im Bewusstsein, nicht nur den inneren Schweinehund überwunden zu haben, sondern dass sich auch Vater und Sohn so nah sind wie nie zuvor. Momente, an die man sich immer erinnern wird, und Fred Selin hat sie aufgeschrieben in einem Buch, das man nicht so schnell vergessen kann. Was wären Väter ohne ihre Söhne?